Singen macht glücklich und stärkt die Abwehrkräfte. Haben Sie das gewusst? Zahlreiche Studien belegen diese Aussage. Und damit nicht genug. Singen kann auch Menschen unterschiedlicher Herkunft verbinden. Den Beweis liefert das Projekt Interreligiöses Friedenskonzert von Chorleiter Hans-Kurt Rennig. 7 Chöre, 120 Sänger aus 6 Ländern singen gemeinsam. Wie das klingt, ist morgen um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schiltach zu hören. Und vorab jetzt schon hier in SWR 4 Radio Südbaden. Denn Anita Westrup war bei der Generalprobe mit dabei. Sänger und Liedermappen dicht an dicht im Altarraum der Roten Sandsteinkirche in Schiltach. Vom hölzernen Dirigentenpult aus gibt Hans-Kurt Rennig den Ton vor. Er tanzt musikalisch gesehen auf vielen Hochzeiten, hat vor 3 Jahren zum Beispiel den Mosaikchor gegründet. Hier schauen Geflüchtete und eingefleischte Schwarzwälder gemeinsam in die Noten. Für Rennig immer wieder ein Gänsehautmoment, wenn ein Flüchtling ein Lied in seiner Muttersprache anstimmt. Wir haben es mehrmals erlebt, dass wir sitzen und einer der Sänger fragt, ob er ans Mikrofon gehen darf, geht ans Mikrofon. Und dieses Singen ist etwas so aus der inneren Seele und das ganze Gemüt, das ganze Herz fängt an zu schwingen, dass wir da sitzen und so berührt sind, dass wir Tränen in die Augen bekommen. Mit Alan Mahmoud war das zum Beispiel so. Vor einem Jahr ist er mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland geflohen. Annette Wolber vom Netzwerk Flüchtlingshilfe Schiltach-Schenkenzell kennt seine Geschichte. Von der Türkei nach Griechenland gab es eine Bootshavarie. Mehrere Menschen sind bei der Überfahrt ertrunken. Und darunter eben 9 Familienmitglieder von ihm und eben auch seine kleine Tochter. Und durch die Musik hat er da einfach die Möglichkeit, auch sich ein bisschen auszuleben. Also es ist fast schon ein bisschen ein therapeutischer Aspekt, der da mit reinkommt. In einem Solo besingt Alan Mahmoud seine Heimatstadt Süleymaniyah und die Sehnsucht nach seiner Familie. Arabischer Gesang unterm Kirchendach. Das war gar nicht so einfach am Anfang. Chorleiter Rennig hat vermittelt. In einer Kirche, wo seit 270 Jahren mit Sicherheit noch nie diese arabischen Klänge erklungen sind. Das ist befremdlich erstmal, das ist ungewohnt. Und Leute haben gesagt, der singt jetzt der Muezzin in der Kirche. Ich habe dann das beschwichtigt und habe die Texte nun auch übersetzen lassen. Und umgekehrt gibt es auch Muslime, die nach wie vor eine Hemmschwelle haben, in eine Kirche zu gehen. Die Hemmschwelle bei den Muslimen, die mitsingen, ist jedenfalls gefallen. Nicht wahr, Beethoven? Auch wenn oft noch Hände und Füße zum Einsatz kommen, Musik verbindet alle. Sie ist die gemeinsame Sprache, findet eine Chorteilnehmerin. Noten kann man lesen. Das ist vollkommen unabhängig von jeglichen Sprachen der Welt. Also Noten sind einfach Noten. Und ob das hoch oder runter geht, das sieht man dann. Also da brauche ich nicht unbedingt eine Sprache, die ich verstehe. Das klappt mit der Musik. Das interkulturelle Friedenskonzert morgen um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schiltach.
Tag erinnert mich sehr an meine Stadt, die vor dem Krieg eine große, moderne und sehr lebendige alte Stadt war. Vor dem Krieg lebten 7 Millionen Menschen in der Stadt. Heute sind es weniger als 2 Millionen. So wie ich mussten viele flüchten. Vor 2 Jahren kam ich in Schramme an und habe Berlin kennengelernt. Mit viel Freude habe ich in seinem Mosaikchor gesungen. Dadurch kam ich zum dem Verein zur Fluchtkultur. Der Verein führt Operen mit Flüchtlingen in Deutschland und in Europa auf. Ich bin fleißig in Deutsch lernen und musste einmal in Deutschland mit einem Imbisswagen Falafel und Arabisch essen verkaufen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der einen.